Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zum Single LS17 Projekt mit ein bisschen Story und ja. Hi. Wir sind noch damit beschäftigt, hier das Gras fertig zu machen. Ich habe jetzt ein bisschen natürlich schon oder weitergemacht natürlich. Ich weiß nicht, wir haben ein paar Probleme mit unserem Drescher. Der Harry ist jetzt wieder am Drescher. Seine Tochter ist jetzt ja wieder erst einmal woanders. Und da hat mich gerade schon angerufen und meinte, ey du, irgendwie funktioniert was mit dem Drescher nicht, er spinnt ein bisschen. Das ist natürlich nicht so top. Wir müssen jetzt erstmal ganz kurz, ich denke, das können wir so lassen. Ich muss jetzt erst nochmal zurückfahren. Machen das einfach mal hier rum, schnell. Natürlich nicht so gut, dass irgendwas mit dem Drescher nicht stimmt. Da wurde gewartet, der war ja natürlich vom Vorbesitzer noch hier. Und da wurde eigentlich gewartet. Und das auch immer regelmäßig, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, aber irgendwie scheint bei dem nicht so ganz alles zu funktionieren. Der Harry prüft das Ganze jetzt und hofft, dass er das irgendwie lösen kann wieder. Ich hoffe es auch. Ansonsten müssen wir nämlich einen neuen Drescher kaufen. Und der Drescher ist noch nicht mal so alt. Oder ihn noch schlimmer in Reparatur geben. Und das wäre echt so ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann es leider nicht hin. Wir müssen uns jetzt erstmal kurz um das Gras hier kümmern. Weil Wintervorbereitungen anstehen. Und wir müssen halt auch jetzt mal schauen, damit wir hier alles eingesammelt bekommen. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig erst einmal. Deswegen, wir machen es einmal kurz hier eine Strecke durch. Dass wir das jetzt einsammeln, bevor es nass wird, damit wir das einlagern können. Gegebenenfalls auch zu Silage machen können. Für die Tiere. Die Tiere, auch noch ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir haben die Tiere dort gelassen. In Ackendorf. Der neue Pächter hat das Ganze dort übernommen. Hat die Tiere auch eben mit übernommen. So dass wir uns hier eben dann wirklich voll und ganz auf die Vorbereitungen konzentrieren können. Erst einmal auch. Und die Tiere eben den Stress nicht einfach haben mussten. Der ganze Abtransport von Ackendorf hierher, das wäre natürlich auch nochmal ein enormer Stress gewesen für die Tiere. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Tiere einfach ja ihm zu überlassen und mit in die Pacht reinfließen zu lassen. Dementsprechend, kriegen wir natürlich Geld für die Tiere. Wir haben uns jetzt aber auch vor ein paar Tagen dazu entschieden, die Tiere zu verkaufen. Das heißt also, er kauft diese Tiere jetzt, damit sie doch wieder aus der Pacht rausfliegen. Also das hat alles unser Rechtsanwalt natürlich gemacht und abgewickelt. Und der kümmert sich gerade drum. Wir haben die Summe geklärt. Das heißt also, von den Tieren her bekommen wir auch nochmal ein bisschen Geld. Das wird jetzt nicht sonderlich viel sein, denn so viele Tiere waren es jetzt wirklich nicht. Aber so sind die Tiere einfach wirklich unter Dach und Fach und sind kein Gegenstand, der gemietet ist, was ein bisschen blöd für die Tiere wäre. Und so ist das auch okay. Ja. Auch sehr, sehr gut. Die Pacht läuft übrigens so ab, dass sie immer zu unserer Bank geht, ganz klar. Ist ja logisch, wir kriegen es nicht bar auf die Kralle, sondern sie geht zur Bank und die Bank wirtschaftet das auf ein extra Konto, was wir eröffnet haben. So, wir sind einmal voll. Auf ein extra Konto, was wir eröffnet haben. Uiuiui, einmal rum. Wirtschaftet das da drauf. Die ganzen Kosten gehen von diesem Konto ab. Das heißt also die Kreditkosten, ich habe ja noch Kreditkosten laufen. Gehen dann anhand des Pachtgeldes erst einmal ab. Und das restliche Geld, was dann praktisch übrig bleibt von der Pacht, kommt dann auf unser Hauptfirmenkonto. Ist ein bisschen kompliziert, aber wir haben es lieber so gemacht als anders da. Wir haben uns dazu entschieden, das so zu machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier einbunkern können. Wäre eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Sache, wenn wir das hier schon einbunkern können. Ach, so, müssen wir mal gucken.
So. Ja, das sieht doch gut aus. Wir bunkern das Ganze hier ein. Damit wir einfach Silage vorbereiten können für den Winter. Für die Tiere zum einen natürlich. Schon, ganz einfach. Wir müssen natürlich auch noch Ballen machen. Das werden wir allerdings mit Stroh logischerweise machen. Strohballen und Heuballen müssen wir natürlich auch noch machen. Dazu müssen wir dann aber an unser anderes Feld gehen. So. Müssen wir dann an unser anderes Feld gehen. Fahren wir mal ein bisschen gemütlich hier entlang. Ist aber auch wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend hier, finde ich. Es ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Und natürlich hoffe ich jetzt in erster Linie, dass der Harry den Drescher wieder hinbekommt. Aber ich stehe da ganz ehrlich schwarz dafür. Ja. Eine ganze Besonderheit ist natürlich auch, dass wir Silo fahren werden noch. Wir haben natürlich ein sehr, sehr großes Feld da hinten, was der Harry gerade abdrescht. Da kommt als nächstes entweder Stroh oder Mais hin. Das wissen wir noch nicht ganz. Also da sind wir uns noch nicht so einig. Wir sind dann noch am Überlegen, besser gesagt, was wir da hin machen. Wir haben eine BGA auf diesem Hof. Also auf diesem, in diesem Gebiet gibt es eine BGA, die auch bestückt werden möchte. Wir müssen mal schauen, was wir genau jetzt machen. Also ich mache jetzt als erstes mal das Gras hier fertig. Was da doch einiges ist, damit wir einfach das einlagern können und verarbeiten können. Und da müssen wir mal schauen. Der Alex, der kommt auch noch. Der hat schon sich angekündigt, dass er auch noch kommt. Ich werde die Tage allerdings auch mal wieder zu, ja, dem Hof meiner Eltern müssen. Das ist halt so ein bisschen doof, sage ich mal. Aber was heißt doof? Ne? Für die Eltern macht man doch eigentlich immer so einiges. Denke ich doch mal. Ich glaube kaum einer, dass jemand sagen würde, nein, für meine Eltern mache ich nichts. Das war jetzt ein bisschen blöd. So. Gleich wieder auf das Feld. Hier ist natürlich sehr viel Gras, ne? Das ist ein großes Gebiet. Aber das kommt alles in den Bunker rein, ins Silo. Kriege ich gerade eine Meldung vom Harry. Der Techniker muss wohl kommen. Er ruft den Techniker jetzt an. Das ist nicht gut. Das heißt, der Drescher steht jetzt erst einmal, ja, da oben. Super. Fängt er schon super an, ne? Das neue Jahr. Wir haben gesagt, zum neuen Jahr beginnen wir hier. Und ja, jetzt haben wir natürlich den Salat. Der Drescher ist defekt. Garantie gibt es auf den Drescher nicht mehr. Der hat halt, ich sag mal, vielleicht 3 Jahre auf dem Buckel. Ist wirklich kein altes Teil, hat vielleicht 3 Jahre auf dem Buckel. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Ob wir den dann lieber verkaufen und einen neuen holen. Ja, oder ob der Techniker ihn nochmal retten kann. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wir müssen abernten. Wie gesagt, eben Wintervorbereitungen treffen. Müsste dann mal vielleicht den lieben Neubauer fragen. Ja, der Neubauer, der ist zum Beispiel auch hier. Der hat auch Ackendorf verlassen. Es war auch für ihn nicht mehr so, ja,
Es gab anscheinend mehrere Beweggründe auch für ihn, dass er gesagt hat, nein, ich gehe jetzt auch. Und ja, er ist jetzt auch hier. Er ist gar nicht so weit weg. Er hat auch einige Felder hier gepachtet. Und lässt sich jetzt hier auch so ein bisschen nieder. Was natürlich ein absoluter Zufall war. Das war überhaupt nicht so geplant. Es war wirklich ein reiner Zufall. Wir sind uns dann hier beim Händler über den Weg gelaufen und ins Gespräch gekommen. Und da ist dann rausgekommen, dass er auch hierher gezogen ist. Ist natürlich genial. Ist natürlich irgendwie genial. Er hat uns ja ausgeholfen mit der Ballenpresse zum Beispiel. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr netter Kerl, ein sehr, sehr netter Mann mit einem sehr, sehr netten Team. Hat sein Team jetzt auch sehr, ja, sehr verkleinert. Er macht jetzt sehr, sehr viel selber. Im Endeffekt, so wie wir. Wir sind ja auch jetzt nur mit 3 Leuten hier. Vorher hatte er ja 15. Und er musste einfach auch sein Team sehr verkleinern jetzt. Es ging nicht anders. Für seine langjährigen Mitarbeiter war das natürlich interessant, denn die sind weiterhin bei ihm. Und für die neuen, die er natürlich hatte, war es natürlich nicht so gut, denn die mussten, ja, leider gehen. Er baut sich jetzt hier auch so ein bisschen was auf. Wie gesagt, er hat ein paar Felder. Er hat das 24er Feld zum Beispiel unten neben meinem Grasfeld noch. Das 4er Feld haben wir noch da unten. Und das 16er und das 3er sowie auch das 12er gehört ebenfalls ihm, soweit ich das weiß. Bin mir da jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Und das ist okay. Das ist okay. Das ist super. Das ist ein sehr, sehr netter Kerl. Und wir haben schon gesagt, ey, wenn er wenn wir Maschinen brauchen, er oder wir, dann soll man Bescheid sagen. Und dann kann man sie ausleihen. Finde ich sehr gut. Auf jeden Fall. Und so muss das auch sein. So, nächste Grasladung. Ab ins Bünkerchen. Darum. Vielleicht fahren wir jetzt mal von hier rein. Und da ist so ein blöden Huckel natürlich drin. Ist natürlich nicht so schick. Nein, das war nicht so gut. Das ist halt auch Allrad, ne? Und so. Und dieser Huckel natürlich. Jetzt. Na, mit dem Fahrzeug, da komme ich noch nicht so klar. Aber wir müssen jetzt nochmal durch. Da müssen wir jetzt durch. So, hier noch aufsammeln. So, gerade wieder eine neue Nachricht von Harry, okay. Okay, der Techniker kommt aber heute noch. Guckt, dass er in einer halben Stunde da ist. Er ist wohl gerade in der Nähe, das ist natürlich sehr gut, ne? Und dann können wir hier auf jeden Fall weiterarbeiten auf dem anderen Feld oben. Und können die ganzen Sachen vorbereiten. Wie gesagt, ich muss auch nochmal zu meinen Eltern, muss da nochmal nach dem Rechten schauen. Also ich bin momentan so ein bisschen für beide Höfe zuständig, was natürlich ein bisschen, ja, mit Stress verbunden ist. Aber so ist es halt, ne? So ist es halt, so muss es sein. Und wie gesagt, meinem Vater geht es momentan überhaupt nicht so gut. Und meine Mutter kümmert sich natürlich logischerweise um ihren Mann. Was ja auch verständlich ist, glaube ich. Kann jeder, glaube ich, verstehen. Und dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall schauen, dass wir da auch ein bisschen aushelfen. Und das machen wir als Kollektiv, als Team. Der Harry und der Alex zum Beispiel, die helfen dann da auch mit. Abwechselnd. Und das haben sie selber angeboten, was ich auch sehr, sehr gut finde. Deswegen meine langjährigen Mitarbeiter, die beiden, sind einfach klasse. Muss ich einfach sagen, sie sind einfach klasse. Ist halt auch der Vorteil eines wirklich großen Betriebes.
So. Weil die kennen den Betrieb von meinen Eltern natürlich auch. Der Harry zum Beispiel, der war eben bei meinen Eltern eigentlich angestellt. Ist dann mit mir gezogen. Und dementsprechend, und der Alex, der hat auch bei uns schon Holz gefahren. Deswegen der Vorteil eines großen Betriebes. So. Die Nachbarn hier sind auch eigentlich sehr, sehr lieb, muss ich sagen. Alle sehr, ja, gesprächsbereit sogar. Hätte ich jetzt eher nicht so erwartet. Aber als ich das erste Mal hier war, nein, als ich das zweite Mal hier war, da sind auch gleich Leute auf den Hof gekommen und haben gleich, ja, das Gespräch gesucht und wollten gleich mal herausfinden, sozusagen, wer ich denn so bin, was ich denn so vorhabe und so. Fand ich sehr, sehr nett, sehr interessant, vor allem auch, was dann für Gespräche entstanden sind über die Geschichten des alten Hofes. Der Hof wurde saniert, sieht man ja auch, er ist sehr modern eingerichtet mittlerweile. Und der Hof wurde renoviert, saniert und dann ist leider Gottes der Vorbesitzer plötzlich verstorben. Es war keine Krankheit, kein Unfall, nichts, sondern wirklich einfach plötzlich verstorben. Und man hat von seitens der Familie auf eine Obduktion verzichtet, weil man sich einfach gesagt hat, er ist offensichtlich ohne Leiden vorher verstorben und somit soll man es auch lassen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, ob ich gesagt hätte, nein, ich will wissen, was war. Oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ja auch jetzt egal. Es ist ja auch egal. Er ist jetzt nun mal weg und vielleicht jetzt auch an einem besseren Ort für ihn. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, hier noch. Dann haben wir das fast ja. Hier ist auch noch nicht ganz alles gemäht. Muss ich gerade feststellen, da hat der Harry doch nicht so, oder der Alex, glaube ich, war es. Ich weiß gar nicht mehr, wer war es denn jetzt, der Harry oder der Alex? Der einer von den beiden auf jeden Fall war es, ich war es nämlich nicht. Nicht ganz so perfekt gemäht. Muss ich mal nochmal nachfragen, wer das genau war. Aber an sich ist es auch nicht so wild jetzt. Hauptsache, wir haben ein bisschen Material. So. Ich glaube. Ich glaube, der Platz wird nicht vollständig reichen dafür, glaube ich, oder? Kann es sein? Werde ich nochmal abladen müssen. Glaube ich jetzt einfach. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Also ganz reichen wir jetzt nicht. Hau ruck hier noch rum. Ne. Einmal müssen wir noch fahren. Mindestens. Aber das ist okay. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. So, schnell zurück. Meine Freunde, ich werde das eine jetzt noch wegfahren, werde dann mal mit dem Techniker sprechen, der dann hoffentlich bald kommt. Und dann werden wir mal schauen, wie wir jetzt weiter vorangehen hier. Das wird noch eine ganz, ganz interessante Frage werden, glaube ich, im Allgemeinen. Wie geht's hier noch voran? Vor allem, wie können wir, ja, mit dem Techniker auch weiterreden. Und dann muss ich den Huppel hier noch. Ja, man sieht's schon. Totales Chaos hier. Ja, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Runde. Wenn's wieder heißt, Single LS 17 im Story-Modus mit dem Light Ghost. Ciao.